Vermietung von Immobilien. Jochen gehören mehrere Grundstücke. Immer wenn er jemanden ein Grundstück gegen Bezahlung nutzen lässt, ist das eine Vermietung. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Haus, eine Wohnung, ein unbebautes Grundstück oder eine Garage handelt. Die Regeln für die Steuer sind immer gleich. Jochen zieht grundsätzlich von der erhaltenen Miete inklusive Nebenkosten alle Kosten der Vermietung ab. Das sind die Abschreibungen auf das Gebäude und Schuldzinsen aus Krediten für den Kauf oder den Bau. Auch die Ausgaben für Heizung, Wasser und Strom und natürlich Reparatur- und Verwaltungskosten gehören dazu. Da Nebenkosten in der Regel keine Auswirkung auf die Steuer haben, erlauben viele Finanzämter die sogenannte Netto-Methode. Denn Jochen erhält für diese Kosten eine Vorauszahlung vom Mieter und gibt sie direkt wieder aus. Deshalb kann er bei den Einnahmen nur die Kaltmiete angeben, ohne Nebenkosten. Allerdings darf er diese dann auch nicht mehr als Ausgaben abziehen. Dieses Vorgehen ist nirgendwo festgelegt, wird aber von vielen Finanzämtern als Arbeitserleichterung zugelassen. Für Jochens Mieteinkünfte gilt das sogenannte Zu- und Abflussprinzip. Er gibt Zahlungen also in dem Jahr in seiner Steuererklärung an, in dem sie sein Konto erreichen oder verlassen. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen. Den Kauf oder Bau eines Gebäudes darf er nicht sofort absetzen, sondern jedes Jahr anteilig. Das nennt sich Abschreibung. Sie beträgt bei neueren Wohngebäuden in der Regel 2% pro Jahr und dauert also insgesamt 50 Jahre. Je nach Art und Baujahr kann es aber auch höhere Abschreibungen geben. Außerdem gibt es noch die sogenannte 10-Tage-Regel. Regelmäßige Zahlungen wie Mieten oder Versicherungsbeiträge werden in dem Jahr berücksichtigt, in das sie wirtschaftlich gehören, wenn sie innerhalb von 10 Tagen vor oder nach Silvester fällig sind und die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums erfolgt. Jochens jährliche Gebäudeversicherung für 2017 wird am 2.1.2017 fällig. Selbst wenn er die Prämie bereits am 30.12.2016 überweist, muss er die Ausgabe trotzdem in seiner Steuererklärung 2017 berücksichtigen.